Hallo und herzlich willkommen hier in unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute an meiner Seite den Siegfried Schaaf. Hallo Siegfried. Ich grüße dich, Holger. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut auf unseren heutigen Termin und wir wollen heute reden über das Thema Outplacement und da bist du ja schon der Experte. Ich mache das ja nicht so, also ich mache das nicht. Mhm. Ich habe zwar Beratungskunden, die das auch machen, aber du bist ja da im Alltag drin und hast ja auch in unseren Kursen, also auch in dem Kurs Fachkraft für Personalberatung, Personalvermittlung mit IHK-Abschluss, da hast du ja auch das Thema Outplacement explizit nochmal mit als Dozent drin. Ja. Und gehört auch zu meinen Lieblingsthemen. Ich finde das auch absolut spannend. Mhm. Also sehr, sehr interessant. Vielleicht wollen wir erstmal den Begriff irgendwie so abgrenzen. Mhm. Was ist denn das überhaupt, Outplacement? Ja, also landläufig wird Outplacement als Unterstützung in der beruflichen Neuorientierung bezeichnet. Das trifft es zu einem Teil. Ich halte Outplacement für eine sehr komplexe Beratungsleistung, so wie wir sie anbieten und so wie viele am Markt sie auch anbieten. Also zum einen muss man wissen, dass Outplacement in der Regel nur dann zum Tragen kommt, wenn man von Kündigung spricht, also wenn sich Unternehmen und Mitarbeiter in einer Trennungssituation befinden. Ich finde auch den Begriff Trennungssituation besser als Kündigung, weil der nochmal mehr beinhaltet oder mehr da drin steckt. Und dann geht es nicht nur um berufliche Neuorientierung, dann geht es ganz am Anfang auch um das Auffangen, Abfangen von ganz vielen persönlichen, privaten Problemen, psychologische Probleme, bis hin zum Vermitteln von Kompetenzen, wie stelle ich mich am Markt jetzt da am Ende von Outplacement. Also ein sehr, sehr komplexer Prozess, mitunter auch sehr langer Prozess, den Leute dadurch laufen, um alles mitzunehmen, was sie brauchen und was sie auch haben möchten, wenn sie erkennen, was Outplacement sein kann. Leider besteht halt so ein bisschen die Annahme oder das Vorurteil, dass die Klischeevorstellung Outplacement, okay, da kriege ich schicke, tolle Bewerbungsunterlagen gebastelt mit Hilfe eines Beraters und dann starte ich meine Bewerbung und bin demnächst in einem neuen Job. Oder das andere Klischee, der Berater besorgt mir einen neuen Job. Das ist Outplacement zu einem ganz, ganz kleinen Teil. Es ist insgesamt sehr viel mehr. Mhm. Nun gibt es ja auch noch die Formulierung New Placement. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, ja auch einen sehr, sehr großen Beratungskunden, den ich berate. Und da haben wir auch mal über das Thema gesprochen. Mhm. Er hat dann gesagt, ja, aus seiner Sicht ist es das Gleiche. Mhm. Ja, und er sagt, am Markt ist der Begriff Outplacement einfach als Fachbegriff viel, viel tiefer drin als New Placement. Mhm. Und der hat das für sich auch anhand seiner Anfragen mal analysiert und sagt auch, dass ungefähr allein schon, wenn du in die Suche gehst, dass wenn Unternehmen ihn suchen als Berater, dass die zu 80% Outplacement eingeben und zu 20% New Placement. Wie siehst du das? Ich finde, eine Trennung dieser beiden Begriffe finde ich durchaus sinnvoll, weil wenn ich New Placement als Begriff verwende, dann fokussiere ich auch darauf, dass es mit einer Neuplatzierung endet, dieser Prozess. Das finde ich ganz wichtig. Also wenn New Placement nicht mit einer Vermittlung, mit einer Neuplatzierung endet, dann sollte es nicht New Placement heißen. Outplacement hingegen bringt mich raus aus einer Situation, in der ich bis eben noch gesteckt habe, 20 Jahre lang. Und muss nicht mit einer Vermittlung in einen neuen Job enden. Also von daher sehe ich die beiden Begriffe schon als die Beschreibung oder Benennung unterschiedlicher Leistungen. Was sind das jetzt für Unternehmen, die so Outplacement mit beauftragen? Also sind das eher so mittelständische Unternehmen, sind es eher so in die größeren Unternehmen? Also kann man da so irgendwo den Trend? Wir haben ohnehin nur mittelständische Kunden mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen in den letzten Jahren, wo auch Konzernkunden dabei waren. Also wir haben der kleinste Kunde, der Outplacement beauftragt hatte, der war 50 Mitarbeiter groß. Ne? Und der größte, da sind wir bei 5000 Mitarbeitern. Mhm. Also ich würde es gar nicht an der Größe der Unternehmen festmachen wollen oder am Erfolg oder am Status der Unternehmen oder an der Bezeichnung. Es hat sehr viel mit Haltung zu tun. Ne? Also welche Haltung zu ihren Mitarbeitern und zu der Problematik Trennung nehmen Führungskräfte ein und davon hängt sehr wesentlich ab, ob sie Outplacement buchen oder nicht buchen. Also wenn jemand es gewohnt ist, sich von unliebsamen oder nicht mehr benötigten Mitarbeitern einfach rigoros zu trennen, der denkt nicht über Outplacement nach. Wenn jemand sagt,
Der hat 15 oder 20 Jahre lang für mich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Der hat auf vieles verzichtet, der hat sich aufgeopfert. Ohne ihn wären wir als Unternehmen nicht da, oder ohne sie wären wir als Unternehmen nicht da, wo wir jetzt sind. Dafür möchte ich mich auch bedanken oder Verantwortung übernehmen als Arbeitgeber. Die denken auch über Outplacement nach, ja. Nun ändert sich ja gerade ganz viel im Personalbereich und Personalmarkt. Das heißt, wir haben es auch im Vorgespräch, dass die Gedanken der Unternehmen verändern sich. Also die erkennen einfach, dass Personal ja für mich heutzutage überlebenswichtig ist. Und ich denke, wenn man heute schon nochmal die Gastronomie oder Hotellerie nimmt, die nur noch bestimmte Zeiten hat, wo sie aufmachen, weil sie nicht genügend Personal haben, um komplett aufzumachen, würde ich mal sagen, das ist ja für mich zumindest auch dieses Bild nach außen, wo man auch merkt, okay, die verstehen es langsam, ich brauche das Personal. Und da ist ja auch immer der Punkt Outplacement, ne? Wenn ich mich von jemandem trennen muss und gerade, will ich mal sagen, dieser wirtschaftliche oder dieser industrielle Wandel, den wir durchmachen gerade, hin zur Digitalisierung, ne? Das ist zwar immer so ein abgedroschener Begriff, aber am Ende beschreibt es ja auch die Prozesse, die Unternehmen verändert, wird ja dazu führen, dass bestimmte Berufsgruppen nicht mehr benötigt werden und andere Berufsgruppen intensiv benötigt werden. Ne? Das ist ja auch so eine komplexe Situation, dass die Unternehmen auf der einen Seite Leute loswerden müssen und auf der anderen Seite einstellen müssen. Das ist ja auch etwas, was wir in der Vergangenheit gar nicht so kannten. Entweder lief die Wirtschaft schlecht, da haben sie alle entlassen, oder die Wirtschaft lief super, da haben sie alle eingestellt. Und jetzt ist so eine ganz paradoxe Situation, dass die Unternehmen eigentlich beides machen müssen. Merkt man da im Outplacement auch, dass die Unternehmen sensibler werden, weil sie wissen, wenn ich jetzt jemanden so hire and fire mache, dann werde ich irgendwo bei Kununu schlecht bewertet, dann kriege ich wieder niemanden. Also ich muss mich irgendwie diesem Thema doch anders öffnen. Merkt man sowas am Markt? Merkt man, das führt uns ja zu dem Begriff Personalmarketing beispielsweise. Also dafür ist in den letzten Jahren definitiv ein Verständnis entstanden bei vielen Unternehmen oder Unternehmenslenkern. Das sind ja die Personen, um die es hier geht, die das verstehen müssen. Und in Bezug auf Personalmarketing ist schon festzustellen, dass Outplacement eine neue Bedeutung bekommt. Aber die von dir angesprochene Branche, Hotellerie, Gastronomie beispielsweise, da führt dieser wechselnde Bedarf, mal viel, mal wenig Personal, der führt nicht automatisch dazu, denen jetzt ein Outplacement angedeihen zu Nee, lassen. Das sind, Hotellerie, Gastronomie ist ne, sowieso in der ja. Vermittlung ein ganz anderes Thema. Mir Ja, ging es jetzt ja. nur um diese bildliche Darstellung, dass Unternehmen ihr Angebot eindämmen müssen, weil sie niemanden mehr haben, der Ja, das macht. ja. Also bezogen auf Personalmarketing wird Outplacement stärker wahrgenommen und auch gebucht und wird auch sicherlich in den nächsten Jahren nochmal in verschiedener anderer Form durchaus stärker eine Rolle spielen, um einfach die Gesprächsbereitschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, auch ehemaligen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen aufrechtzuerhalten und zu sagen, wir hatten keine andere Wahl oder ne, die Entwicklung war halt so, wir mussten uns trennen, aber es kommt sicherlich oder vielleicht der Tag, wo es Sinn macht, sich wieder an einen Tisch zu setzen, miteinander zu reden und eine neue Entwicklung zu beginnen. Also Outplacement wird auch genommen, um Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten und natürlich auch das Arbeitgeberimage positiver zu gestalten. Du hast Kununu angesprochen. Das ist natürlich ein Aspekt, aber gerade auch die Belegschaft im Unternehmen soll über Outplacement gespiegelt bekommen. Wir gehen verantwortungsvoll mit euch um, wir sind dankbar, wir lassen euch nicht im Regen stehen, egal welche Entwicklung das Unternehmen nimmt oder der Markt da draußen, wir sind für euch da, wir übernehmen Verantwortung. Da hat Outplacement auf jeden Fall eine gute Karte zu spielen. Und was ich auch immer wieder feststelle, oder wenn ich mit Unternehmen ins Gespräch gehe zum Thema Outplacement, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen verlassen müssen, die gehen ja nicht alle in den Ruhestand oder bleiben in der Langzeitarbeitslosigkeit. In der Regel gehen die zum Wettbewerb oder die machen sich selbstständig. Also die agieren dann plötzlich am Markt auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn man da es nicht geschafft hat, eine Kommunikation auf einem guten Niveau aufrechtzuerhalten, dann hat man plötzlich einen Konkurrenten oder der Vertriebler geht in den Einkauf beim Wettbewerb beispielsweise. Ne, dann habe ich ein Problem, wenn ich mich von dem boshaft, rigoros, so in der alten Methode getrennt habe und vom Hof gejagt, dann kriege ich nicht mehr die besten Preise im Einkaufen. Ich finde ja sowieso, man hat ja ganz viel jetzt auch in den sozialen Netzwerken, die mit den ganzen Onboarding-Themen uns überschütten, ne? Ich finde ja sowieso, dass dieses Thema Offboarding, Ja.
viel, viel stärker auch strukturiert werden müsste. Und ich habe noch kein Unternehmen erlebt, was wirklich eine Offboarding-Struktur hatte. Ich hatte einmal einen Kunden im Seminar gehabt in Berlin. Da hatten wir im Rahmen, hatte ich ein Tagesseminar gemacht zu Recruiting-Strategien und hatte da natürlich auch aufs Offboarding eingegangen. Und er fand das so spannend, dass er bei sich eine Offboarding-Struktur eingeführt hat, also das wirklich strukturiert hat, was passiert, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Und ging bis dahin, dass er, das fand ich sehr spannend, eine Programmiererin hatte, die das Unternehmen dann verlassen hatte. Und er hat das Ganze, wie wir das entwickelt haben, durchgeführt. Und die ist dann wieder zurückgekommen. Und allein schon der Benefit, was er da gespart hat an Recruiting-Kosten, weil er hätte die Stelle ersetzen müssen. Aber dadurch, dass die, wie du gesagt hast, im Kontakt geblieben sind, sie gesehen hat, im anderen Unternehmen ist es wahrscheinlich auch nicht besser. Aber dort war es einfach menschlicher. Hat ihm natürlich am Ende richtig Geld gespart. Ja. Und ich denke, wenn man jetzt eine Offboarding-Struktur in die Unternehmen hineinbringt, wie man es auch im Onboarding hat, könnte natürlich Outplacement ein wichtiges Element auch sein in dieser Offboarding-Struktur. Wie gehe ich mit dem Mitarbeiter um? Ja. Wie vernetze ich mich? Wie biete ich eine Perspektive und spiegle das, wie du so schön gesagt hast, auch ins Unternehmen hinein für die anderen, die da sind? Das haben wir vor ein paar Jahren zum Anlass genommen, Onboarding, also Outplacement wirklich auch zu trennen in eine mitarbeiterbezogene Ausrichtung, in eine unternehmensbezogene Ausrichtung. Und wenn wir auf die Unternehmen abzielen, da sprechen wir nicht von Outplacement, sondern von Trennungsmanagement und schaffen es wirklich da auch Gehör zu finden und Geschäftsführungen zu sensibilisieren dafür, erstmal darüber nachzudenken, haben wir überhaupt sowas wie eine Trennungskultur? Wie ist Trennung bei uns organisiert? Wie sind Führungskräfte darauf vorbereitet? Ne? Führungskräfte, die Trennungsgespräche führen müssen, sind in den allerseltensten Fällen geschult oder gecoacht, sowas zu machen. Ne? Das fährt denen in die Knochen. Die schlafen schlecht, weil sie darauf nicht vorbereitet sind und weil sie das nicht gerne und schon gar nicht freiwillig tun. Ne? Also Trennungsmanagement ist auch ein spannender Punkt, der noch viel zu selten, sage ich mal, gebucht wird oder als wichtig wahrgenommen wird, aber im Zusammenhang mit Onboarding, davorliegenden Recruiting und entsteht im Moment sehr, sehr langsam, aber es ist sichtbar, so ein Verständnis für die Komplexität des Gesamtprozesses. Ne? Also was macht eigentlich Personalarbeit in einem Unternehmen aus? Wir müssen enorme Anstrengungen unternehmen, um wahrgenommen zu werden, um Leute zu uns zu holen, dann müssen wir die onboarden und gleichzeitig müssen wir andere offboarden und alles das zahlt auf unser Arbeitgeber-Image ein. Also wenn wir das nicht gut machen, dann bestraft uns das Leben dafür und je besser wir es machen, desto stärker oder besser stehen wir auch im Wettbewerb da. Also das ist nicht nur Menschenliebe, die die Unternehmen dazu bringt, das zu tun, sondern ganz knallharte Wettbewerbsvorteile oder Marketinggedanken, die dabei auch eine Rolle spielen. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Weil Nutznießer sind auf jeden Fall die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die davon dann auch betroffen sind oder die das angeboten bekommen. Und Nutznießer sind natürlich auch die Unternehmen. Also Offboarding ist ein spannendes Thema. Wie bei uns heißt es Trennungsmanagement, um eben die Unternehmer darauf zu stoßen, aha, okay, da muss was getan werden. Auch das kann man managen, auch das kann man mit einer Struktur versehen und auch da sollte Kompetenz eine Rolle spielen, ne, die darauf ausgerichtet ist. Ja, ich denke, da haben der Unternehmen noch viel, viel Luft. Ne? Und ja. Am Ende, genau dieses Arbeitgeber-Image ist ja entscheidend heutzutage, ob ich am Ende auch wirklich Personal gewinnen kann für mich. Das ist wirklich eklatant und das verstehen auch die Unternehmen. Und da wird auch nicht mehr nur nach hochqualifizierten Fachkräften, Spezialisten geguckt, sondern es entsteht ein Verständnis dafür, dass auch ganz einfache gewerbliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf das Arbeitgeber-Image Wert legen, darauf achten und sich informieren, bevor sie sich irgendwo bewerben, bevor sie in ein Gespräch gehen oder jemanden kennen und dann fragen, wie läuft denn das da? Also das sind Dimensionen, die in den nächsten Jahren, denke ich, noch eine große Rolle spielen werden und auch sehr viel Beratungsbedarf auf Seiten der Unternehmen und Handlungsbedarf auf unserer Seite bedingen, ja, in jedem Fall. Ja, ich denke auch, dass da ganz, ganz viel Bewegung reinkommt. Und ich muss immer ein bisschen so schmunzeln,
Wenn ich an die Vergangenheit denke, wir haben zum Beispiel, wo wir angefangen haben mit dem ganzen Personalthema, wir kennen uns ja auch schon ewig, da haben wir noch an Unternehmen Bewerbermanagement verkauft. Das heißt, wir haben für die quasi die ganzen Bewerbungen, die sie bekommen haben, sortiert, haben dann die Vorstellungsgespräche gemanagt. Das ist ja heute eigentlich unvorstellbar, ne? Dass du. Haben wir auch ein paar Mal gemacht. Also erinnere ich mich auch gerne dran, so kartonweise Ja, genau. Bewerbungen gesichtet zu haben und sortiert zu haben. Und immer auch mit einem lachenden Auge, weil da haben wir viel Geld verdient Genau. für Prozesse, die bei uns Alltag waren und Unternehmen davon kein Verständnis hatten. Genau, da hat sich viel getan. Also da ist viel Kompetenz in den Unternehmen entstanden, auch eingekauft worden. Wenn wir jetzt beauftragt sind, Recruiterstellen zu besetzen, das ist richtig schwer. Das war vor 5 Jahren überhaupt kein Ding. Jetzt ist es richtig schwer geworden, weil die Leute auch gut bezahlt werden müssen mittlerweile, damit man sie bekommt. Also Personalthemen generell sind in den Unternehmen angekommen, durch die Decke gegangen und auch da trennt sich wieder die Spreu vom Weizen. Ne? Wer das nach wie vor nicht ernst nehmen will oder verstehen will, dass es für ihn existenziell ist, hat das Nachsehen und andere erwerben sich da gerade Marktvorteile durch Personalarbeit, ja. Ja, Wahnsinn. Da haben wir eigentlich schon vor Jahren drüber gesprochen, Ja, dass das ja. immer, dass wir dort das sehen. Und jetzt muss ich sagen, es ist Wahnsinn, wie das sich wirklich verändert, Klar, wir waren ne? natürlich auch anders dafür Genau. sensibilisiert. Das war ein Herzensthema. Ne? Sehr viel Leidenschaft ist da reingeflossen. Und mitunter auch Frustration und Unverständnis, dass die anderen das nicht so sehen konnten und wollten. Das hat sich gewandelt. Ich bin auch sehr froh. Also alle meine Argumente fallen jetzt auf fruchtbaren Boden. Ne? Jahrelang habe ich das Gefühl gehabt, gegen eine Wand zu Ja, reden. Mittlerweile hört man mir zu und ja, wir werden auch gebucht. Das ist auch schön. wunderbar. Nochmal ganz kurz zum Outplacement zurück. Kannst du mir nochmal so die einzelnen Steps mitgeben? Was ist so im Outplacement drin? Wie viel, womit startet's und womit endet's? Gehen wir mal von einem etwas umfangreicheren Outplacement aus, ne, so ein klassischer Fall, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden. Eine Führungskraft, sagen wir mal, Mitarbeiterverantwortung um die 100 oder 150. Seit 15 bis 20 Jahren im Unternehmen aufgestiegen, sich entwickelt, hin zur Führungskraft, sehr erfolgreich gewesen auch und natürlich grenzenlos loyal, also über einen Wechsel oder sowas nie nachgedacht. Das heißt, eine Person, die auch 20 Jahre lang keine Erfahrungen gemacht hat, wie bewerbe ich mich dann überhaupt? Am Anfang geht es los mit dem Aufarbeiten der persönlichen Situation. Trennung heißt immer, dass Leute abstürzen, das reißt ihnen die Beine weg. Existenzielle Ängste spielen eine Rolle, Krisenzustände in der Beziehung, alles Mögliche auf psychologischer Ebene. Damit geht es los. Ich sage mal, eine Kündigung ist wie eine Scheidung. Ja, also da gibt es auch Studien, die belegen, dass ein Jobverlust in der Wahrnehmung des Schmerzes gleich nach einem Verlust eines Angehörigen kommt. Also da machen wir uns alle keinen Plan, wie schwer ein Jobverlust für die meisten Leute wiegt. Also es geht los mit Aufarbeitung der Situation, ne? Wo braucht die Person schnelle, sofortige Hilfe? Und deswegen mag ich Outplacement auch so besonders, weil es ist eine Beratungsleistung, wo du sofort in der ersten Stunde schon siehst, dass du dieser Person helfen kannst. Und wenn der geknickt reingegangen ist und aufrechten Ganges rausgeht aus dem Zimmer, dann weißt du schon, okay, dann habe ich heute ganz, ganz viel geschafft, ganz viel geleistet und jemanden davor bewahrt, über, ja, was weiß ich, nachzudenken, bis hin zu Selbstmordfantasien. Also es ist ganz, ganz krass, was da so passiert mit den Leuten. Als nächstes kommt dann so grob vereinfacht eine Phase, wo es um Potenzialanalyse geht. Also, ne, was kannst du überhaupt? Was hast du die ganzen Jahre geleistet? Wo warst du erfolgreich? Und warum warst du da erfolgreich? Ne, womit bist du ausgestattet, dass du solche Erfolge leisten konntest? Ne? Und egal, ob man dir dankbar war oder nicht, darum geht es jetzt gerade nicht, sondern was macht dich aus im Moment gerade? Wo bist du stark? Wo brauchst du Hilfe? Wo musst du nachjustieren? Und daran anschließend, was willst du damit tun? Es muss ja nicht automatisch so weitergehen, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist. Ganz viele Leute verstehen in der Situation, jetzt kann ich ja endlich mal drüber nachdenken, das zu tun, was ich schon immer tun wollte. Oder eigentlich das war nie mein Traumjob, aber er hat viel Geld gebracht, deswegen habe ich ihn gemacht. Eigentlich will ich nochmal was ganz anderes machen. Und
wie auch immer, ne? Also wo soll es hingehen? Also die Zukunftsvision zu erstellen und dann miteinander zu gucken, okay, was braucht es dazu noch? Welche Kompetenzen müssen da noch gestärkt werden, nachgerüstet werden beispielsweise? Und dann kommt eine Phase und dann kommt die Phase, an die alle zuerst denken. Dann geht es nämlich das erste Mal um Lebenslauf und sowas. Ne? Also wenn klar ist, was ich bin und wo ich hin will, dann fangen wir an diesen üblichen Bewerbungsunterlagen zu arbeiten und das, was wir gerade alles erkannt haben, da einzuarbeiten, aber auch sehr wirkungsvoll darzustellen, sodass Personaler oder Geschäftsführer, die da drauf gucken, sofort Lust verspüren, die Person einzuladen, mit ihr ins Gespräch zu gehen. Das ist das eine, also so eher die Gestaltung von passiver Bewerbung, also das Reagieren auf Stellenausschreibungen. Und natürlich hat es eben auch damit zu tun, was will die Person, was traut sich die Person und was kann sie sich gar nicht vorstellen, was wir immer tun, was musst du alles tun oder welche Möglichkeiten hast du, proaktiv jetzt in diesen Prozess einzusteigen. Du musst ja nicht darauf warten, dass eine Stelle ausgeschrieben wird, die eins zu eins zu deinen Wunschvorstellungen passt. Du kannst ja auch, und das zeigen wir dir, weil das können wir als Personalberater, Headhunter sehr gut, wie muss ein Unternehmen aussehen und ticken, dass es zu dir passt. Und dann zeigen wir dir, wie du nach solchen Unternehmen suchst und dann gehst du proaktiv auf das Unternehmen zu, völlig egal, ob die eine Stelle ausgeschrieben haben, die zu dir passt oder nicht. Wenn du der Meinung bist, dieses Unternehmen passt zu dir, dann bietest du dich diesem Unternehmen an und sagst, wir sollten mal miteinander reden. Ich denke, wir haben gemeinsame Interessen oder ich kann euch weiterbringen oder sonst wie. Macht nicht jeder. Also da braucht es auch einen bestimmten Typ Mensch dafür. Manche sagen, nee, ich lasse es lieber bei der Bewerbung, dann fokussieren wir uns darauf. Andere gehen dann wirklich proaktiv in die Selbstvermarktung. Und der Prozess kann dann bis hin zu Begleitung von Einstellungsprozessen, von Bewerbungsprozessen gehen. Also natürlich wird das Vorstellungsgespräch simuliert und trainiert. Da sind wir immer wieder erstaunt, wie groß die Probleme bei Führungskräften, die tausende Bewerbungsgespräche auf der anderen Seite des Tisches geführt haben, sind, selber ins Bewerbungsgespräch zu gehen. Das nehmen wir sehr, sehr genau und trainieren das sehr verbissen. Und was auch noch Teil von Outplacement sein kann, das machen mittlerweile viele Outplacement-Anbieter, den sogenannten Job Search. Manche nennen es auch inverses Headhunting. Also abhängig davon, ob der Kunde das bezahlt oder nicht, natürlich, oder mitbucht, gehen wir in die aktive Suche nach passenden Stellen oder passenden Unternehmen, die wir dann mit den Outplacement-Klienten besprechen und die Bewerbung gemeinsam gestalten, den Prozess gemeinsam gestalten. Also wir setzen dann unser Research-Know-how ein und suchen nach passenden Unternehmen und das kann dann im besten Fall bis hin zu einer Vermittlung führen. Ja. Wahnsinn, Es Riesenprozess. gibt Leute, die brauchen, also ein Outplacement ist, ich würde nicht sagen, das ist generell für jeden gut. Es gibt Menschen, die brauchen kein Outplacement. Ne? Die sind bewerbungsaffin oder auch geübt. Leute, die alle 2, 3 Jahre ihren Job aus eigenem Antrieb wechseln, die brauchen kein Outplacement. Aber Leute, die, also je loyaler jemand seinem Unternehmen gegenüber eingestellt ist und je länger er dabei war, desto größer ist der Bedarf an Outplacement, weil die kommen jetzt in einen Bewerbungsmarkt, der vor 20 Jahren völlig anders ausgesehen Jeden hat. Fall. Die haben kein Online-Profil, die haben noch nie eine E-Mail-Bewerbung verschickt. Die schreiben ihren Lebenslauf noch chronologisch und nicht umgekehrt chronologisch und und. Die haben auch kein Kompetenzprofil oder sonst irgendwas. Die stellen sich brutal ganz, ganz hinten an in der Bewerberschlange. Und um das zu vermeiden, bieten wir Outplacement an und bringen die Klienten auch dazu, am Anfang nicht über Bewerbung und Lebenslauf nachzudenken, sondern erstmal zu reflektieren. Was bin ich eigentlich? Was will ich? Was ist da gerade passiert? Wie verarbeite ich das? Wie gehe ich damit um? Irgendwann wird man ja gefragt, warum bist du da nicht mehr? Dann muss ich darauf eine Antwort geben, die mir nicht zum Nachteil gereicht, beispielsweise. Ja, also stark machen gehört auch dazu. Wahnsinn. Wer wissen will, wer für seine Mitarbeiter ein Gerne. Outplacement buchen möchte, der findet dich im Internet wo? www.jobsforpeople.de, da, Genau, ja, Jobs for People ist oder. eine 4, also Jobs 4. Genau. Ansonsten gerne bei uns natürlich auf der Webseite schauen, im Dozentenprofil, dort erreicht man dich auch. Da ist auch nochmal die Webseite mit drauf.
Vielen Dank, Siegfried, dass du da warst. Sehr gerne, Holger. Und danke für die ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also, bin hier fast aus dem Bild gelaufen. Ne? Hm. Das macht nichts. Ne? Du bist ja noch da. Ich ziehe dich rein. Dann zurück hier. Ja, also, ja. Euch draußen eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß und Freude. Und wie gesagt, wenn ihr mehr über Outplacement wissen wollt, wendet euch an Siegfried Scharf. Sehr gerne. Jobs for People, die Seite oder halt über unsere Seite. Bis bald. Tschüss.